Hallo. Sorry. Ralf Tüttetek mit einem neuen Video. Ja, ich war vorhin kurz mit dem Auto unterwegs und da bin ich nochmal rübergefahren zur alten Wohnung, beziehungsweise zum Keller, wo ich meine ganzen Sachen drin habe, die ich eigentlich auf dem Flohmarkt verkaufen wollte. Und da habe ich ja DVDs und Blu-rays und so, die ich ursprünglich verkaufen wollte, aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich doch einige Sachen wieder in meine Sammlung integrieren werde. Und die wollte ich euch mal kurz zeigen. Aber da wollte ich nichts zu erzählen, weil zu den meisten Filmen, da hatte ich schon was zu erzählt. Dann wollte ich euch nur mal zeigen, welche ich wieder in meine Sammlung integrieren werde. Zum einen Assassin's Creed, den Film Atemlos mit Taylor Lautner, den Film Buried mit, wie heißt das schon mal? Also mit Ryan Reynolds. Den Film Daredevil, aber die FSK 12 Version, also da gibt es ja zwei Versionen. Einmal die FSK 16 Version und die FSK 12 Version. Dann ein alter Film mit Andy McDowell. Gnostra heißt der Film, das ist so ein Krimi-Drama sozusagen. Dann behalte ich doch jetzt den Film I, Tonya, also um die Eiskunstläuferin Tonya Harding. Dann kommt bei mir in die Sammlung Shutter Island. Dann behalte ich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Den Film Yesterday will ich behalten. Und den Film World War Z werde ich auch behalten. So, das sind die DVDs, die ich doch nicht auf dem Flohmarkt verkaufen werde. Und ein paar Blu-rays werde ich auch behalten. Einmal den Film Fanboys. Fürst der Dämonen, aber da wollte ich noch dann den zweiten Teil auf Blu-ray kaufen. Iron Mask oder The Man with the Iron Mask oder wie das heißt. Dann würde ich den Film Odd Thomas behalten, weil ich die Romanvorlage von Dean A. Koontz besitze. Und den Film 7 Minuten nach Mitternacht, den werde ich auch behalten, habe ich mir so überlegt. Ja gut, das war's mit diesem Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.